Hey, jetzt kommt zu einer neuen Final Fantasy Tutorial. Ich liege heute im Bett. Ich bin jetzt bei der Stelle, wo die Explosion ist, deswegen mache ich jetzt die Explosion Tutorial im Bett. Ich bin natürlich wieder aus dem Action-Kleid, wo auch sonst ja. Und ich habe noch aus diesem Explosion-Sound-Effects-Pack hier, ist auch von Premium Beat, Explosion-Sounds genommen, ein paar. So, natürlich wie immer mache ich jetzt bei Compositing die Filmmethode auf hinzufügen. Machen wir das helle ein kleines bisschen heller. Das mittlere ja auch ein kleines bisschen heller, nicht so viel. Ne? Machen wir das Transformieren an, bewegen das auf das Bombe. Lass dann mal kurz einen Lumark hier nehmen. Die Soundeffekte wieder dahin schieben. Belichtung. Lass die Hörschrauben ein bisschen. Das ist ein bisschen dunkler. Quasi mehr Kontrast. Aber wir sind ja noch nicht fertig, weil jetzt kommt natürlich noch das Krasseste. Aber jetzt gehen wir zu den Farbtafeln. Machen einen Keyframe dahin. Also gehen wir dahin, wo es anfängt zu explodieren. Machen davor einen Keyframe. Wir haben ein paar Keyframes weiter. Wo die Flammen halt kommen. Und dann machen wir mal hier so ein bisschen. Ja, hier geht es dann los. Wir machen mal also hier einen Keyframe hin. Gehen dann, wo die Flammen hinkommen. Machen die Farben. Nicht zu viel. Dann habe ich noch Orange so. Und ein bisschen heller. Ja. Das ist ja komplett scheiße auch so. Ist egal, lass einfach so. Schön so. So, nehmen wir alles. Neu zusammengesetzter Clip. Okay, jetzt gehen wir hin und machen mal den Erdbeben-Effekt drauf. Gehen wir jetzt am Anfang, setzen ihn auf 0, machen Keyframe rein, gehen hier, wo der halt was macht, setzen ihn dann da auf irgendwas. So am Anfang ganz kurz, dann machen wir noch einen Keyframe hin, wieder weiter, setzen ihn wieder auf 0. Dann machen wir auch den Handheld-Effekt drauf. Nicht vergessen, wir müssen auch hier hingehen und die Farben wieder normal machen. Wenn du das Fertige sehen willst, kannst du den Vlog angucken, wie das drin ist. Und du kannst auch mehr Tutorials angucken. Einfach draufklicken, dann kommen wir direkt dahin, das ist super, wie Magie ist das?